wunderschönen guten Morgen. Die Saisonvorbereitung ist schon hier im vollen Gange. Und wenn ich zu früher Tageszeit, wir haben jetzt 7:45 Uhr, schon ein paar Minuten unterwegs bin Richtung Belgien, ja, dann muss es heute auch was Besonderes geben. Ich gucke mir einen alternativen Helm an zu meinem ARA-Helm. Und dann nehme ich euch mal mit. Und dann schauen wir mal, ob das was taugt. Denn da kann man direkt Funk mit installieren lassen. Ja, ob das eine Alternative zum ARA ist, das sehen wir dann gleich. Ansonsten die Lizenz, Permit, ist alles gemacht. Können wir eigentlich uns jetzt mal um Funk, Helm und ein passendes Fahrzeug für die RCN im kommenden Jahr jetzt hier kümmern. Ja, GLP, wie gesagt, steht sowieso auch auf dem Plan. Aber jetzt geht es erstmal los. Und ich sag euch noch was, ey, der M2, ne? Oh, so ein schöner Wagen, so ein schöner Wagen. Ist so schön, damit mal zu fahren. Und ich fahre ja viel zu wenig damit. Na, jetzt sind wir angekommen bei Speedwear in Belgien und glaubt es mir, das ist dann wirklich jetzt mal das Eldorado in Sachen Rennbekleidung. Also die haben alles, egal ob es Adidas ist, haben wir da im Schrank, Alpine Stars, P1, Sparco, es gibt hier alles Mögliche. Also es ist unglaublich hier. Und der Grund, warum ich hier bin, ist, die haben Helme von ZAMP, also eigentlich ein US-amerikanischer Hersteller, die ganz spannend sind im Preis und Design, verfügen über FIA und Snell-Normen. Und das wollte ich mir einfach mal anschauen. Ihr seht, die haben hier oben alles, verschiedene Visiere, verschiedene Schraubenkits, verschiedene Helme. Da haben wir auch die Visiere ausgestellt und Gold verspiegelt ist natürlich schon eine feine Sache. Da gibt es entsprechend die Schrauben in verschiedenen Farben. Ja, und ich wollte mir die einfach mal in echt angucken und auch mal anpassen, ob sowas eine Alternative ist zu meinem ARA-Helm. Ja, und schaut euch das mal an, was hier abgeht. Also das ist wirklich spannend hier mal durchzulaufen. Egal, ob es jetzt Schuhe sind en masse, guckt euch mal die verschiedenen Modelle hier alle an. Ist ja Wahnsinn, was es hier alles gibt. Da ist gerade eine neue Lieferung angekommen, ne? Schon verrückt. Ja, es gibt wirklich alles Mögliche hier. Ich finde es extrem krass. Das ist größer als unsere Mitbewerber aus Deutschland hier. Und Preise sind voll in Ordnung. Beratung ist top. Ich habe jetzt gerade schon ein Funksystem mitgenommen für meinen Helm. Oder eventuell dann den ZAMP-Helm. Alles Mögliche da. Die haben auch noch ein Riesenlager hier hinten. Infolgedessen, das darf ich ja nicht mehr sagen. Schönen Gruß an Thomas. Ja, lohnt es sich auf jeden Fall mal hier hinzukommen. Also ARAI Store ist quasi auch da und Kommunikation kann alles eingebaut werden. Das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte hier, ne? Ja. Und als kleines Dankeschön, auch passend zum, wie gesagt, Youngtimer Trophy-Finale und RCN 3-Stunden-Rennen gibt es 2 Ausgaben der Curbs zu gewinnen. Die sind unversehrt, ungelesen. Da darf man alles nochmal im Detail nachlesen. Schöne Bilder und so weiter sind da drin. Können wir jetzt mal hier im Detail mal eben drauf schauen. Stehen auf jeden Fall genug Storys drin. Historischer Motorsport. Ja, wie gesagt, geile Storys, ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeitung, die man sich gerne mal geben darf. Ne? Ja, ein bisschen was Modernes ist auch drin. Also rund um den Nürburgring ist da viel zu lesen. Ja, und die Story, Titelbild-Story, ja, da geht es ja auch in meinem Video zu. Schreibt mir einfach in die Kommentare und 2 Stück werden ausgelost. Fertig. Ja, Leute, endlich geht's jetzt hier mal los. Jetzt haben wir mal die Termine hier online für 2023. Da kann auch ich mir mal so ein bisschen meinen Terminkalender hier zusammenstricken. Für die ganzen Renntermine, RCN, GLP, 24-Stunden-Rennen, das ein oder andere Rennevent nächstes Jahr. Ja, wir werden mal gucken, was jetzt geht. Ich halte euch in dem Video jetzt auf dem Laufenden. Und dann gibt's auch alle Updates. Was habe ich mit meinem Helm gemacht?
Ja, wie sieht der ganze Rest aus? Was machen wir Tourifahrtenmäßig nächstes Jahr? Wir werden es jetzt sehen.